Herzlich willkommen zum 10. Vortrag der Kensho Academy. Ich freue mich ganz besonders, dass ihr heute wieder dabei seid. Heute geht es um das Thema Blutzucker. Normal, optimal, egal. Wofür unser Blutzucker wichtig ist und was wir aus unserem Experiment gelernt haben. Und ich freue mich ganz besonders heute über das Thema, weil ich das super, super spannend finde. Und wir, glaube ich, manchmal gar nicht so richtig die Idee haben, wie wichtig unser Blutzucker ist. Wir bringen es einfach damit in Zusammenhang, dass das nur was ist, wo man davon spricht oder was man messen muss, wenn man eventuell Diabetes hat. Aber der Blutzucker hat tatsächlich ganz viel damit zu tun, wie gesund wir sind, wie gesund wir älter werden, wie es uns körperlich geht, wie unser Gehirn dauerhaft funktionieren kann, wie sich unser Gewicht entwickelt und ob auch unser Immunsystem seine Arbeit optimal durchführen kann. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Dr. Magdalena Schauenberg und ich arbeite als Gesundheitscoach und ich möchte euch heute so ein bisschen an die Hand nehmen und durch das Thema führen und ich hoffe, ihr findet das genauso spannend wie ich. Ich möchte euch nämlich heute zeigen, welche Bedeutung unser Blutzucker tatsächlich für uns alle hat und was wir aus unserem Experiment mit einem dauerhaften Glukosemonitor wirklich gelernt und mitgenommen haben. Vielleicht habt ihr das in den letzten Wochen auf Facebook ein bisschen verfolgt. Wir haben, dass wir so komische Aufkleber am Arm haben, wie ich das hier auch noch habe. Und ja, der misst unseren Zucker und zwar dauerhaft. Und gleich gibt es dazu noch ein paar mehr Infos. Was ich mir wünsche, dass ihr euch von dem Vortrag mitnehmen könnt, wäre zum einen die Erkenntnis, wie wichtig unser Blutzucker ist, auch wenn wir nichts von ihm merken, bis es oftmals schon zu spät ist. Dass ihr vielleicht eure Bewegung und auch eure Ernährung so ein bisschen unter dem Gesichtspunkt Blutzucker ein bisschen genauer unter die Lupe nehmt. Und zwar lange bevor der Hausarzt euch sagt, dass ihr noch nicht Diabetes habt. Und ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr motiviert seid, eurem Körper häufig die Rahmenbedingungen zu bieten, die ihr wirklich für ein optimales Funktionieren braucht. Am Ende wird es dann von dem Vortrag noch ein paar Tipps dafür geben, wie man einen normalen und am besten optimalen Blutzucker erreichen kann. Und auch Laborwerte, welche man messen könnte und wie der optimale Bereich ist, wenn ihr das vielleicht bei dem Hausarzt einmal überprüfen lassen wollt, und um zu wissen einfach, wo ihr tatsächlich steht. Was ist unser Blutzucker? Unser Blutzucker ist tatsächlich die Konzentration im Blut. Er ist also die Energie, über die unser Körper sehr schnell verfügen kann, um den Energiebedarf von Muskeln, Herz und Gehirn zu decken. Und der Zucker, der im Moment nicht gebraucht wird, der wird in den Muskeln, in der Leber und gegebenenfalls später auch in den Fettzellen gespeichert, damit wir es später nutzen könnten. Ich sage dazu gleich noch ein bisschen was mehr. Und in Abhängigkeit von Ernährung, Bewegung und einigen anderen Rahmenbedingungen können sich unsere Blutzuckerwerte sowohl in dem Moment, also wenn wir jetzt messen würden, als auch langfristig tatsächlich unterscheiden. Und da gibt es einmal normale Werte. Das ist das, was ihr auf dem Bild in der Mitte seht. Dann gibt es zu niedrige Werte, den sogenannten Unterzucker, der auch als Hypoglykämie bezeichnet wird, und zu hohe Werte, die der Hyperglykämie heißt. Sehr ähnlich die Worte, also Hypo ist zu niedrig, Hyper ist zu hoch. Und das kann kurzfristig passieren, wie ihr auch noch sehen werdet, oder tatsächlich auch langfristig. Und wie bei so vielen Dingen im Leben kommt es auf die richtige Menge an, wenn wir uns wohlfühlen und langfristig gesund sein wollen. Also es ist nicht so, dass man sagt, je niedriger umso besser oder je höher umso besser, sondern tatsächlich das richtige Maß. Insgesamt verfügt jeder Erwachsene etwa über 4,5 bis 5,7 Liter Blut. Und jetzt meine Frage an euch. Was denkt ihr, wie viel Teelöffel Zucker haben wir gelöst im Blut, wenn wir einen optimalen nüchternen Blutzucker haben? Also nach einer Nacht, in der wir nicht gegessen haben. Schätzt mal, wie viel Teelöffel das etwa sein könnten. Ganz kurze Zeit zum Überlegen. Und jetzt die möglicherweise Überraschung. Unser normaler, also ein optimaler Blutzuckerspiegel von 80 Milligramm je Deziliter entspricht einem halben Teelöffel gelöstem Zucker in unserem Blut, in unserem gesamten Blut. Also ein halber Teelöffel. Da tun die meisten Leute schon deutlich mehr morgens in ihren Kaffee. Das, denke ich, ist sehr wichtig, um das einmal so in den ganzen Bezugsrahmen zu stellen. Und natürlich kann man Blutzucker messen. Traditionell, indem man sich in den Finger piekst und dann sieht, wie der Blutzucker in dem Moment ist. Das hat aber tatsächlich auch Nachteile, weil es eben eine Momentaufnahme ist, die sehr, sehr anfällig dafür ist, ob wir uns vielleicht gerade angestrengt haben, ob wir gestresst sind, ob wir eine Treppe gestiegen sind, ob wir gut geschlafen haben und wir einfach dann nur einen bestimmten Zeitpunkt einer Kurve erfassen können. Und moderner, aber auch präziser sind die sogenannten Dauerglukosemonitore, mit denen man eben permanent den Zucker nicht im Blut, aber in der Flüssigkeit zwischen den Zellen messen kann,
was aber mit dem Blutzucker sehr, sehr hoch korreliert. Und genau das ist, was wir mit unserem Experiment gemacht haben. Und das war wirklich super spannend. Jeder dieser Glukosemonitore hat im Prinzip den Speicher für 14 Tage. Und wir werden den Link dazu unter dem Video auch nochmal posten. Und das Tolle daran ist, dass man plötzlich sieht, wie Essen, Training, Stress, Fasten und so weiter, wie die auf den Körper wirken und wie unser Körper darauf reagiert. Wir haben hier auch im Team gesehen, also ich habe so ein Messgerät, der Dirk hat eins, der Kevin hat eins und noch ein, zwei andere Leute hier im Umfeld, dass wir sehr individuell reagieren und dass das nicht für alle gleich ist. Und zusätzlich ist man plötzlich in der Lage, körperliche Reaktionen nach einem Essen zum Beispiel in Zusammenhang damit zu bringen, was hinter den Kulissen passiert. Also was man in dem Fall plötzlich sehen kann, weil man auf seinem Telefon erkennen kann, wie der Blutzuckerspiegel gerade ist. Und wir haben euch, weil wir das natürlich jetzt schon appliziert haben, ein kleines Video vorbereitet, um euch einfach nochmal zu zeigen, wie das ausgesehen hat, dass wir uns diesen Blutzuckersensor angebracht haben. Ich bin da raus. Jetzt wird es scary. Machen wir weiter. Lass es sehen. Was soll ich machen? Also sah furchtbarer aus, als es ist. Tat tatsächlich nicht mal weh. So, da klebt das Ding jetzt. Cool. Also mit der Spitze vorhin, bevor man sich das da so auf den Arm haut, sah das schon ganz schön gruselig aus. Weil man irgendwie das Gefühl hat, man haut das gleich komplett durch den Arm einmal durch. Ich mach doch nicht mehr mit. Aber es tat tatsächlich nicht mal weh. Na du, dann doch. So. Okay, ihr habt es gesehen. Es sieht ein bisschen gruselig aus. Es war nur halb so schlimm, wie es aussah. Und so habt ihr zumindest so ein bisschen eine Idee, wie das Ding da an unseren Arm gekommen ist. Und ich hatte es ja nur so ganz grob angesprochen, was das mit dem Blutzucker auf sich haben kann. Und deswegen möchte ich ein bisschen näher mit euch noch drauf gucken, was also passiert in unserem Körper, damit wir überhaupt Blutzucker haben können. Wenn wir also Zucker essen, wie im Bild die Kekse da, oder sehr kohlenhydratreich essen, was zum Beispiel Brot, Reis, Nudeln oder Pizza umfasst, dann verdaut unser Körper diese Lebensmittel und zerlegt die Kohlenhydrate in einzelne Bestandteile. Und Proteine, wenn wir die essen, wie zum Beispiel Fleisch oder Ei, beeinflussen in Maßen nicht den Blutzuckerspiegel und Fette sind ebenfalls blutzuckerneutral. Das heißt, das ist Kohlenhydrate und die spezielle Form der Kohlenhydrate, der Zucker. Und wir können uns das vorstellen, dass sich die Kohlenhydrate wie eine Kette, dass die wie eine Kette aussehen und sich einfach darin unterscheiden, wie lang oder wie komplex diese Kette ist, also in der Länge. Wenn wir zum Beispiel sagen, wir haben zwei Moleküle, das ist zum Beispiel der Haushaltszucker, der besteht aus Glukose und Fructose, dann gibt es etwas größere Kettenlängen, wie zum Beispiel Weißbrot oder weißer Reis, also Stärke. Und dann gibt es komplexe Ketten, wie zum Beispiel Vollkorn, Getreide oder Gemüse. Und diese Zuckerketten werden quasi wie mit einer Schere im Körper zerlegt, damit sie durch die Darmwand passen und ins Blut gelangen können. Und die Kettenlänge und entscheidet einfach über die Dauer der Zerlegungsarbeit. Also bei kurzen Ketten gelangt der Zucker sehr, sehr schnell ins Blut. Bei langen Ketten dauert es relativ lange, bis der ins Blut kommt, weil die Arbeit bis dahin etwas länger dauert. Und die gesamte Menge entscheidet darüber, wie viel Kohlenhydrate im Prinzip verfügbar sind, die dann ins Blut gelangen. Damit ihr euch vorstellen könnt, wie so eine Blutzuckerkurve aussieht, habe ich eine Grafik für euch vorbereitet. Das sind keine präzisen Werte, das sind keine Mengenangaben, das sind einfach nur Beispiele, damit ihr euch vorstellen könnt, wie das aussieht. Links seht ihr die X-Achse, da ist der Blutzucker angezeichnet, in dem Fall hier von 60 bis 180. Dann ist in der Mitte dieser hellgraue Bereich, der unter 120 bis 75 runtergeht. Das ist der Bereich, in dem wir uns überwiegend befinden sollten. Und dann gibt es die Kategorien unten, auf der Zeitachse sozusagen. Das ist der Wert ganz links vor der Mahlzeit, dann nach 30 Minuten, nach 60 Minuten, nach 90 Minuten. Und dann haben wir diese drei verschiedenen Kurven. Da seht ihr die Erklärung, blau ist der Haushaltszucker, rot ist zum Beispiel Mischbrot und grün ist das Gemüse. Und alle Kurven beginnen einfach, weil es schlicht und ergreifend simpel ist, um das so zu zeichnen, bei 100, auch wenn das nicht heißt, dass das der gute oder der beste Startwert ist.
Und jetzt gucken wir einmal auf die blaue Kurve. Was ihr seht, ist, dass die relativ schnell und steil ansteigt und deswegen auch steil wieder abfällt und dann tatsächlich auch wir in den Unterzuckerbereich kommen können. Also steiler und hoher Anstieg, einfache Kohlenhydrate, wenig Zerlegungsarbeit, viele Kohlenhydrate enthalten, deswegen die hohe Kurve und deswegen auch ein sehr steiler Abfall. Rot haben wir das Mischbrot, das steigt nicht ganz so schnell an und fällt deswegen auch nicht ganz extrem steil ab, weil einfach auch weniger Kohlenhydrate enthalten sind und die tatsächlich noch gebunden sind, zum Beispiel in dem Getreide als im Zucker selber. Und grün ist das Gemüse, das sind komplexe Kohlenhydratketten, wo einfach viel Zerschneide-, Zerlegearbeit im Körper notwendig ist. Und gleichzeitig ist das Ganze noch an Ballaststoffe gebunden, sodass Gemüse einfach deutlich weniger Kohlenhydrate enthält als andere Lebensmittel. Und was ihr dort seht, ist einfach ein ganz sanfter Anstieg der Kurve. Der geht in dem Fall, um es einfach deutlich auch zu zeigen, nicht über die 120 drüber hinaus und ein sehr sanfter Abfall, was auch nachher keinen Unterzucker provoziert und auch kurz nach der Mahlzeit, also zum Beispiel eine Stunde nach der Mahlzeit, kein Überzucker, wie vielleicht, wenn wir Haushaltszucker essen. Das nur erstmal zur Verdeutlichung. Im weiteren Vortrag kommen dann noch ein paar Kurven, die wir tatsächlich aus unserer App von dem Glukosemonitor dann auch eingefügt haben. Und dann, wenn sozusagen der Zucker einmal im Blut ist, dann kommt die Bauchspeicheldrüse ins Spiel, die den Zucker vom Blut in die Zellen transportieren soll. Und das Hormon Insulin wird eben da in der Bauchspeicheldrüse produziert und die liegt hinter dem Magen. Und dann werfen wir noch ganz kurz einen Blick auf die Nebennieren, die das Cortisol, also ein Stresshormon, produzieren. Merkt euch das einfach, weil das Cortisol und das Thema Stress taucht am Rande auch immer mal wieder auf. Und das Insulin, das wirkt also praktisch wie ein Bus, das bringt den Zucker vom Blut in die Zellen. Und je nachdem, wie viel und wie schnell Insulin der Körper produziert, entscheidet das einfach darüber, wie schnell der Blutzuckerspiegel nach dem Essen abfällt und wie weit er abfällt. Wenn wir viele Kohlenhydrate essen, die schnell ins Blut schießen, wie eben zum Beispiel Zucker und weißes Mehl, dann produziert der Körper in der Regel sehr, sehr viel Insulin und damit fällt der Blutzuckerspiegel sehr steil ab. Ihr seht dazu dann auch noch ein paar Beispiele. Und wenn wir weniger Kohlenhydrate essen, die langsam ins Blut tröpfeln, wo einfach mehr Zerlegearbeit im Körper nötig ist, wie zum Beispiel bei Gemüse, dann produziert der Körper nur wenig Insulin und deswegen steigt zum einen erstmal der Blutzuckerspiegel nicht hoch an und fällt dann auch relativ langsam wieder ab. Und Insulin ist super, ein super wichtiges Hormon, das leider nur zu Unrecht wenig Beachtung erfährt. Meistens nämlich erst dann, wenn wir zum Arzt gehen und der Arzt feststellt, dass wir tatsächlich schon Diabetiker sind und wir uns dann oftmals noch Insulin spritzen sollen, um den hohen Blutzuckerspiegel in den Griff zu bekommen. Was aber, wie neuere Studien zeigen, zahlreiche neue Probleme mit sich bringt. Nur zur Info am Rand, auch wenn ich nicht weiter darauf eingehen möchte, dass sozusagen das Hormon Insulin sorgt für die Senkung des Blutzuckerspiegels und dann gibt es noch einen Gegenspieler, der nennt sich Glucagon, der sorgt für den Anstieg des Blutzuckerspiegels, zum Beispiel wenn wir Stress haben. Da werde ich nicht drauf eingehen weiter, aber die beiden arbeiten also wie ein Team miteinander. Und neben der Menge und Art an Kohlenhydraten, die wir so essen, beeinflusst auch Bewegung ganz massiv, was unser Blutzuckerspiegel in der Situation und auch generell über den Tag so macht. Und selbst 5 bis 10 Minuten Bewegung vor oder nach dem Essen können den Blutzuckeranstieg dämpfen und dem Körper wirklich auch helfen, den Blutzucker in einem ganz normalen Rahmen zu haben, weil der Körper die Energie, die wir zum Beispiel übers Essen aufgenommen haben, wirklich gleich auch für die Bewegung nutzen kann. Und die Menge an körperlicher Aktivität über den Tag verteilt beeinflusst tatsächlich ganz stark, wie der Blutzuckerspiegel sich entwickelt und gleichzeitig werden die Zellen sensibler für die Anfrage des Insulins, was einfach mehr Zucker in die Zellen bringen will und das hilft uns auch, den Blutzuckerspiegel im normalen Rahmen zu halten. Hier jetzt das erste Beispiel aus der App und zwar was zum Beispiel Joggen angeht. Das war eine halbe Stunde Joggen auf dem Laufband. Und vielleicht wundert es euch erstmal, dass der Blutzuckerspiegel nach oben steigt. Und das ist tatsächlich erstmal, wir fangen eine körperliche Bewegung an, die ein bisschen intensiver ist. Das war also Joggen und nicht spazieren gehen. Und da sagt der Körper erstmal, oh, ich brauche Energie. Und das heißt, die Leber pumpt erstmal Glukose ins Blut. Deswegen haben wir erstmal diesen Blutzuckeranstieg. Das ist so ein leichter Stressor. Und langfristig hilft es dann aber wirklich, den Blutzuckerspiegel zu senken und auch stabil zu halten. Also so viel zum Thema Bewegung und gerade längere und niedrigintensive Aktivitäten wie Spazierengehen sind ganz wunderbar für Menschen, die einen zu hohen Blutzuckerspiegel haben.
Jetzt wird's spannend. Wie das bei so vielen Sachen im Bereich der Gesundheit tatsächlich ist, unterscheidet sich das, was normal ist, ganz eklatant von dem, was optimal ist. Und das kommt einfach daher, dass der Normalbereich der ist, in den den Großteil der Bevölkerung hineinfällt. Und optimal ist das, was die optimale Basis für gesunde Funktionen in unserem Körper sind. Und das unterscheidet sich oft erheblich. Vor allem angesichts dessen, dass wir keine gesunde Bevölkerung sind und das dann zum Maßstab für bestimmte Werte gemacht wird. Und ich denke, das wird bei der nächsten Tabelle gleich deutlich, wie stark sich das unterscheidet. Um euch nicht zu verwirren, fangen wir erstmal mit der normalen Seite an. Und zwar in der normalen Spalte sehen wir, der nüchtern Blutzuckerspiegel als normal. Nach 8 Stunden Nahrungskarenz wird alles angegeben, was niedriger als 100 Milligramm je Deziliter ist. Nach einer Mahlzeit sollte der Höchstwert unter 140 bleiben. Der Mittelwert über 24 Stunden ist optimalerweise im Bereich von 89 bis 104, nicht optimalerweise, normalerweise. Und der empfohlene Bereich generell über den Tag, in dem wir uns zum größten Teil aufhalten sollten, ist bei den Normalwerten zwischen 70 und 140. Jetzt gucken wir mal auf die Differenzen, wenn wir uns anschauen, was wirklich optimal ist für das Funktionieren unseres Körpers. Und da ist einfach der nüchtern Blutzuckerspiegel schon deutlich niedriger, der liegt zwischen 72 und 85 Milligramm je Deziliter. Nach einer Mahlzeit, der Höchstwert sollte unter 110 bleiben und zwischen dem Messwert vor und nach der Mahlzeit nur eine Differenz von etwa 30 aufweisen. Also von zum Beispiel, jetzt müsste ich rechnen, von 80 auf 110 wäre so eine 30er Differenz. Der Mittelwert über 24 Stunden sollte zwischen 79 und 100 sein und der Bereich, wo wir uns überwiegend oder so viel Zeit wie möglich am Tag befinden sollten, zwischen 72 und 110. Und ihr könnt euch gerne vielleicht, wenn ihr euch einen Screenshot davon machen wollt, dass ihr das mal so im Vergleich habt, das finde ich schon ganz enorme Unterschiede. Und für viele Menschen, die vielleicht einen sehr hohen Blutzuckerspiegel haben, ist sicherlich erstmal gut, die Normalwerte zu nehmen und zu sagen, okay, das ist mein nächstes Ziel. Wer aber wirklich eine gute Gesundheit hat, der kann einfach auch schauen, tatsächlich das noch ein bisschen besser zu beeinflussen und wirklich die Optimalwerte anzustreben. Jetzt schauen wir uns an, nachdem wir auf normal und optimal geschaut haben, was das so mit einem hohen Blutzuckerspiegel auf sich hat. Und der ist einfach viel weiter verbreitet in der Bevölkerung als ein normaler oder sogar ein optimaler Blutzuckerspiegel, weil wir einfach viele Lebensmittel haben, die hochverarbeitet sind, die viele Kohlenhydrate enthalten, die wenig Zerkleinerungsarbeit erfordern, weil sie schon so stark verarbeitet sind und auch viel Zucker zugesetzt ist bei vielen Produkten, was einfach das zur Folge hat, dass unser Blutzuckerspiegel relativ schnell nach oben steigt. Dazu kommt noch der Bewegungsmangel, weil der einfach so eine Gegenmaßnahme ist, um den Blutzuckerspiegel zu senken. Und wie das aussieht, das zeige ich euch gleich an ein paar Bildern und welche Folgen das hat, darauf werde ich auch noch eingehen. Nur erstmal, um euch das klar zu machen, wie sowas aussehen kann. Also, zwei Beispiele aus unserem Experiment. Wichtig nochmal zu wissen, jeder ist unterschiedlich, auch hier bei uns im Team. Und nicht jeder reagiert so heftig wie ich. Das war ein kleiner Schokoladenriegel, wie ihr dort seht. Das sind 28 Gramm Schokolade. Was würdet ihr denken, wie hoch könnte der Blutzuckerspiegel steigen, wenn ich diesen einen Riegel, das war wirklich von der Tafel, einen Riegel abgebrochen, wenn ich den esse? Ist das ein kleiner Anstieg, mittlerer Anstieg, großer Anstieg? Was denkt ihr so innerhalb einer Stunde? Da ist richtig was passiert, ne? Der ist innerhalb von einer Stunde ist der Blutzuckerspiegel auf 162 angestiegen. Und ich habe für die Bilder immer, damit es euch nicht verwirrt, oben den Höchstwert eingeblendet oder manchmal dann später auch den niedrigsten Wert, weil sonst würde es euch verwirren, dass immer der aktuelle Wert zu dem Zeitpunkt dasteht, wo ich den Screenshot gemacht habe. Und ein Riegel Schokolade, bei mir 28 Gramm Schokolade, steigt auf 162, ihr erinnert euch, nach Normalzeit sollte es unter 110 bleiben. Und das provoziert natürlich auch einen hohen Anstieg und einen schnellen Abfall danach. Zweite Variante, zweites Beispiel, ein nicht selbstgemachtes Thai-Curry mit weißem Reis. Was macht das? Richtig steiler Anstieg. Und ihr seht oben die gestrichelte Linie. Dort ist sozusagen der Cut. Die App misst nur bis im Blutzuckerspiegel von 200 Milligramm je Deziliter und ich bin dort für einen gewissen Zeitraum raus gewesen. Das heißt, der Blutzuckerspiegel ist höher gewesen als 200 Milligramm je Deziliter und zwar innerhalb von anderthalb Stunden, also etwas langsamer als bei der Schokolade.
Individuell, ich blende jetzt nicht mehrere Bilder von uns allen ein, weil das einfach zu viel auch ist, aber individuell ist es zum Beispiel beim Kevin weit weniger heftig gewesen. Da ist es etwa bis 150 angestiegen, was immer noch hoch ist, wenn man nach einer Mahlzeit unter 110 bleiben sollte, obwohl er aber die doppelte oder vielleicht auch dreifache Menge Reis gegessen hat im Vergleich zu mir. Und ich denke, es macht Sinn, unseren Blutzucker so ein bisschen ins Verhältnis zu den Sachen zu setzen, die wir so essen und die wir auch essen, ohne uns großartig Gedanken drum zu machen, weil wir immer denken, ach komm, so wild ist das gar nicht. Ich hatte gesagt, ein optimaler Blutzuckerspiegel entspricht 2,5 Gramm, also einem halben Teelöffel oder einem kleinen Zuckerwürfel gelösten Zucker im Blut. Und wenn wir uns jetzt da im Gegenzug eine Tafel Schokolade anschauen, die enthält etwa 58 Gramm Zucker und das ist die 23-fache Menge eines optimalen Blutzuckerspiegels. Also wer da so ganz kurz mal drüber nachdenkt, was das für unseren Körper wirklich heißt, mit einem wie vielfachen von Zucker er plötzlich umgehen muss, wie viel mehr die Bauchspeicheldrüse arbeiten muss, um tatsächlich das Insulin rauszupumpen und den Blutzuckerspiegel zu senken und den Zucker auch in die Zellen zu bringen. Zweites Beispiel. Wie ist das mit so einer Dose brauner Limonade oder einem 330 Milliliter Apfelsaft? Das sind 35 Gramm Zucker je 330 Milliliter. Das ist bei der braunen Limonade, ist das die 14-fache Menge. Und jetzt hört und staunt, bei Apfelsaft ist es sogar die 16-fache Menge. Nächstes Beispiel. Eine Fertigpizza Hawaii, die enthält 90 Gramm Kohlenhydrate. Und das ist die 36-fache Menge eines optimalen Blutzuckerspiegels. Und dazu muss man nur sagen, dass die meisten Pizzen, gerade wenn man die vielleicht irgendwo bestellt, deutlich schwerer und deutlich größer sind und damit auch deutlich mehr Kohlenhydrate enthalten. Das ist einfach so eine normale, handelsübliche Pizza, die man auftauen und in den Ofen schieben kann. Und das hat natürlich langfristig Konsequenzen, nämlich dass unser Blutzuckerspiegel sehr hoch ansteigt, wenn wir uns so ernähren. Und wie sieht so ein Tag aus? Das heißt nicht, dass wir den ganzen Tag Süßigkeiten essen müssen, sondern das geht vielleicht los. Morgens mit einem Kaffee mit Zucker, dann ein Brötchen mit Marmelade, Nudeln zum Mittagessen, ein Teilchen am Nachmittag und vielleicht auch nochmal Zucker in den Kaffee, Brot und Bier am Abend und vielleicht noch ein Snack auf dem Sofa. Und schon ist einfach der Blutzuckerspiegel dauerhaft hoch. Es sind wenig Pausen, in denen es dem Körper überhaupt gelingt, den Blutzuckerspiegel zu senken. Und dann kommen wir irgendwann ganz schnell auf so einen durchschnittlichen Blutzuckerspiegel von 135 oder höher. Und wenn das länger anhält, bewegen wir uns wirklich dann schon im Bereich der Diabetes. Und das Beispiel, was ihr hier auf dem Bild seht, waren drei Scheiben eines Körnerbrotes mit Honig. Und zwar, das hatte der Kevin nach dem Fastentag gemacht. Und ihr seht, da passiert richtig viel. Der Blutzuckerspiegel schießt richtig in die Höhe und er ist relativ lange auch wirklich da oben geblieben. Also man muss keine astronomischen Mengen verzehren. Und bei sehr, sehr vielen Menschen gehört einfach Brot und Honig oder Brot und Marmelade, das wird sich nicht viel nehmen, zum ganz normalen Frühstück dazu. Und das ist einfach ein Vielfaches dessen, was der Körper verarbeiten kann. Die Bauchspeicheldrüse muss Überstunden leisten und immer mehr Insulin rauspumpen, um den Blutzuckerspiegel zu senken. Und erstmal merken wir davon leider noch nichts. Und das ist insofern schade, dass wir das nicht merken, weil in diesen 10 bis 15 Jahren, wo unsere Bauchspeicheldrüse schon Überstunden schieben muss, könnten wir ganz einfach noch intervenieren und unseren Insulinspiegel senken und damit auch den Insulinspiegel senken, wenn wir das wissen würden. Aber man kann das messen und dazu folgen gleich noch ein paar Tipps. Die Ernährung hat natürlich wirklich Konsequenzen, also kurzfristige und auch langfristige Konsequenzen. Kurzfristig ist es vor allem Hunger, also Heißhunger nach den Mahlzeiten, weil ein steil abfallender Blutzuckerspiegel wirklich Heißhunger mit sich bringt. Ein insgesamt hoher Blutzuckerspiegel mit starken Schwankungen sorgt auch für großen Hunger am Morgen, viel Heißhunger auf Süßigkeiten und gleichzeitig, wenn der Insulinspiegel dauerhaft immer hoch ist, ihr erinnert euch, das ist das Hormon, was den Zucker in die Zellen bringen soll und die Zellen irgendwann sagen, ich will nichts mehr hören, weil du hast schon zum 10. Mal in der Stunde jetzt angeklopft, dann ist im Blut zwar ganz viel Zucker, der Blutzuckerspiegel ist sehr hoch, aber die Zellen werden, man nennt das insulinresistent. Das heißt, die fangen an, das Insulin zu ignorieren und dann haben wir im Prinzip einen Energiemangel in der Zelle,
bei gleichzeitig sehr, sehr hohem Blutzuckerspiegel und wir fühlen uns schlapp. Und wir denken, wir könnten das kompensieren, indem wir noch mehr essen und wir bekommen Heißhunger und wir verschärfen aber einfach die Situation noch, dass die Zellen immer noch das Insulin ignorieren und der Blutzuckerspiegel immer weiter steigt. Und hier seht ihr vielleicht also ein Beispiel davon, wie so ein stark schwankender Blutzuckerspiegel in einer Nacht aussehen kann. Das kann das Ergebnis von viel Zucker und einfachen Kohlenhydraten im Verlauf des Tages sein. Hier war es ein Tagesexperiment mit Schokolade und Chips. Und die Problematik an diesem stark schwankenden Blutzuckerspiegel ist einfach, dass es die Erholung stört. Weil dieser niedrige Blutzuckerspiegel, der ihr dort sieht, wo das erste Mal die Kurve so richtig anfängt, die sorgt dafür, dass die Nebennieren anfangen, Cortisol, Stresshormon auszuschütten und die Leber anfängt, gespeicherten Zucker freizusetzen. Das heißt, das ist eine stressige Situation in der Nacht und der Körper kann nicht erholsam schlafen. Ihr seht, dann kommt eine Blutzuckerspitze und dann fällt er als nächstes wieder ab. Also da könnt ihr euch tatsächlich nicht gut erholen und das geht ja am nächsten Tag weiter. Ihr seid morgens müde, weil ihr nicht gut geschlafen habt. Wenn ihr müde seid, habt ihr mehr Heißhunger auf Süßigkeiten, ihr bewegt euch weniger, weil ihr müde seid. Und nachweislich trifft man, wenn man müde ist und auch wenn man stark schwankenden Blutzuckerspiegel hat, schlechtere Entscheidungen. Und das Ganze ist wirklich so ein Kreislauf. Langfristig oder mittelfristig führt ein höherer Blutzuckerspiegel zur Verzuckerung von Zellen. Und das könnt ihr euch vorstellen wie bei einer Crème Brûlée. Der ein oder andere von euch isst das vielleicht total gerne. Diese Zuckerkruste da oben, das ist nämlich das, was auch mit unseren Zellen passiert, weil der Zucker sich an die Zellen, also an das Protein bildet. Und zum Beispiel bindet. Und zum Beispiel bindet sich der Zucker an das Hämoglobin, also unseren roten Blutfarbstoff. Und das ist der Langzeitzucker, den ihr bei eurem Hausarzt messen lassen könnt. Das ist nämlich, und der Wert, der da rauskommt, ist der prozentuale Menge des Hämoglobins, was schon sozusagen verzuckert ist, was schon so ein Zuckerhütchen auf hat. Und das macht einfach nicht Halt bei dem Hämoglobin, sondern betrifft alle anderen Zellen oder fast alle anderen Zellen im Körper auf. Auch vor allem Nervenzellen sind sehr empfänglich dafür. Das kann für diese Gefühlsstörungen in den Fingern und in den Zehen sorgen. Es kann für Erblindung sorgen, Durchblutungsstörungen, Blutgerinnungsstörungen, Wundheilungsstörungen. Und die Zellen können einfach mit einer Zuckerkruste nicht mehr normal funktionieren. Chronische Entzündungen entwickeln sich durch zu hohen Blutzuckerspiegel und das ist einfach wie ein schwelender Weltbrand und macht praktisch alle chronischen Erkrankungen, die viele Menschen von uns haben, einfach noch schlimmer. Und das sorgt für Schmerzen, sorgt für Erschöpfung, rheumatische Schübe, Gedächtnisschwierigkeiten, all die Sachen, die wir nicht haben wollen. Aber auch Gewichtszunahme und Fetteinlagerung, ganz besonders am Bauch, sind eine Folge von einem hohen Blutzuckerspiegel und hohen Insulinspiegel. Und der Körper kann in dem Augenblick, wenn der Blutzuckerspiegel hoch ist und der Körper deswegen viel Insulin rauspumpt, in der Hoffnung, den Blutzuckerspiegel normalisieren zu können, auch keine Fette verbrennen. Das heißt, wir lagern vermehrt Fett ein, also Energie für schlechte Zeiten, die wir tatsächlich eigentlich nie brauchen. Weil solange der Blutzuckerspiegel hoch ist und solange der Insulinspiegel hoch ist, kann der Körper diese Energie gar nicht nutzen. Der ist praktisch blind dafür, dass ihr so eine ganze Menge Müsli-Riegel und Notenergie noch mit euch herumtragt, wenn der Insulin- und der Blutzuckerspiegel hoch sind. Und dann geht es natürlich weiter. Die längerfristige Konsequenz eines hohen Blutzuckerspiegels ist Diabetes. Und ich meine, dieser Vortrag kann jetzt nicht die Aufgabe erfüllen, komplett über Diabetes aufzuklären, aber ich möchte es tatsächlich einmal ansprechen. Und zwar haben wir dann eine Diabetes oder sie wird dann diagnostiziert, wenn das Insulin nicht mehr ausreicht, um den Blutzuckerspiegel zu senken. Und die Problematik an Diabetes ist natürlich, dass es ein Brandbeschleuniger von praktisch allen chronischen Erkrankungen ist. Also angefangen von Herzerkrankungen, Krebs und neurodegenerativen Erkrankungen. Und leider ist es oft so, dass die traditionelle Diabetestherapie dann noch weiteres Insulin in das System gibt, obwohl der Insulinspiegel schon zu hoch ist, also die Bauchspeicheldrüse wirklich Überstunden schiebt, in der Hoffnung, den Zucker aus dem Blut zu bekommen und nur sehr selten der Insulinspiegel tatsächlich zu niedrig ist. Oft ist er einfach für den Lebensstil, den wir haben, zu niedrig. Also er ist zu niedrig für die Menge an Getreide, an Zucker, an Bewegungsmangel und das ist inzwischen sehr, sehr umstritten, weil die höheren Mengen an Insulin, die dann ins System noch gebracht werden, neue Probleme nach sich ziehen. Und wer da zum Beispiel nachschauen möchte, Menschen oder Forscher, die bekannt sind, Mediziner, die bekannt sind, sind zum Beispiel Jason Fung und Ben Bigman. Die findet man im Internet, die findet man auf YouTube, da findet man Bücher davon, die sich mit dem Thema sehr, sehr gut und sehr fundiert auseinandersetzen. Und
Das Insulin selber sorgt oft dazu, dass die Menschen weiter zunehmen. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr den einen oder anderen Diabetiker, der angefangen hat, Insulin zu nehmen und tatsächlich erst richtig angefangen hat, zuzunehmen. Und eigentlich könnten wir unsere Lebensbedingungen umstellen. Wir könnten Veränderungen an Ernährung, Bewegung, Stresslevel und Schlaf vornehmen. Und damit ist es tatsächlich möglich, selbst Diabetes Typ 2 Erkrankungen, die jemand 20 Jahre lang hatte, wirklich noch umzukehren. Aber das Ganze ist natürlich weniger bequem, als Medikamente zu nehmen und Insulin zu nehmen. Es ist aber tatsächlich auch nebenwirkungsfrei und sorgt für eine bessere Gesundheit. Weil eins kommt noch, nämlich ein hoher Blutzuckerspiegel und auch Diabetes stehen in einem engen Zusammenhang zum Risiko für das, oder mit dem Risiko für Demenz und Alzheimer. Und zwar erhöht er das Risiko um 200-400%, sagt Dr. David Perlmutter, der das bekannte Buch Green Brain geschrieben hat. Und nicht umsonst wird Alzheimer auch als Diabetes Typ 3 bezeichnet, weil es so ähnlich ist wie bei der Insulinresistenz in den Zellen im Körper, wie ich es gerade beschrieben habe, dass zwar jede Menge Glucose im Körper ist, die Gehirnzellen das aber nicht mehr aufnehmen können und das sorgt einfach für kognitiven Ausfall. Und manchmal vergessen wir, wie zentral unsere Gehirngesundheit ist, weil das Gehirn macht aus, wer wir sind, wie wir denken, wie wir fühlen, unsere gesamte Persönlichkeit. Und wir schenken dem relativ wenig Beachtung, aber wenn man genauer nachfragt, ist es eigentlich eine der Sachen, vor der die meisten Leute eine wahnsinnige Angst haben und wahnsinnigen Respekt haben, weil wenn wir altern und uns nicht mehr auf unser Gehirn verlassen können und schrittweise zentrale kognitive Funktionen verlieren, dann ist das das, wie wir eigentlich alle nicht alt werden möchten. So viel zum Bereich hoher Blutzucker. Kommen wir noch mal kurz zum Thema niedriger Blutzucker. Niedriger Blutzuckerspiegel, wenn der eintritt, dann fühlen wir uns mitunter schwindelig, wir beginnen vielleicht zu schwitzen, wir sind zittrig, unkonzentriert, der Herzschlag geht schnell. Es kann auch so sein, dass wir das Gefühl haben, wir können uns einfach optisch nicht mehr fokussieren, wir kriegen den Blick nicht mehr scharf gestellt. Im schlimmsten Fall, das ist aber in der Regel dann nur bei Menschen, die wirklich große Schwierigkeiten haben, ihren Blutzuckerspiegel zu regulieren, wie zum Beispiel bei Diabetikern, kann das bis hin zur Ohnmacht gehen. Und die häufigste Ursache dafür ist eben zum Beispiel eine falsche Dosierung von Insulin, aber auch andere Medikamente können den Blutzucker dafür sorgen, dass der Blutzuckerspiegel stark schwankt. Auch ein regelmäßig hoher Alkoholkonsum kann einen niedrigen Blutzuckerspiegel fördern, weil Alkohol die Leber schädigt und die Leber dann tatsächlich die Glucose nicht mehr so zwischenspeichern und den Blutzuckerspiegel ausgleichen kann, weil die Leber als Speicher eigentlich dann, wenn der Blutzuckerspiegel niedrig ist, Glucose ins System bringt. Aber auch andere Lebererkrankungen oder auch eine zuckerreiche Ernährung, wo auf den hohen Blutzuckerspiegel ein Unterzucker folgt oder vielleicht auch intensive Sportarten, wo wir sehr, sehr viel Zucker verbrauchen, wenn wir vorher vielleicht schon unterversorgt werden und auch Sachen wie zum Beispiel Schilddrüsenunterfunktion. Ihr könnt einmal schauen, wie der Blutzucker bei mir aussieht, wenn er niedrig ist. Das war nämlich der Fastentag gestern. Und an all den Stellen, wo ihr seht, dass die Kurve unten abgeschnitten ist, ist er tatsächlich unter 55 gewesen. Und ich hatte in der Zeit ein Online-Coaching und habe nur im Nachhinein dann auf die Kurve geguckt und gemerkt, dass das ungefähr immer die Zeiten waren, wo ich das Gefühl hatte, ich musste mich so ein bisschen bewegen auf dem Stuhl, weil der Körper sagt, mein Gott, mach was, dein Blutzuckerspiegel ist niedrig. Aber ich bin noch im Leben, es ist alles gut gegangen. Aber so kann zum Beispiel Unterzucker auch aussehen. Und tiefer als 55 misst die App nicht. Also wir haben beide Extrembereiche ausgetestet. Was wir jetzt also gelernt haben aus unserem Experiment. Die Lektionen sind relativ individuell. Und ich möchte die trotzdem gerne mit euch teilen, aber euch eben auch nicht in dem Maß verwirren, dass ich immer sage, okay, beim Kevin sah es so aus, bei mir sah es so aus, beim Dirk sah es so aus. Sondern ich habe einfach für euch im Hinterkopf, dass man das nicht komplett generalisieren kann. Okay, erste Lektion, Sushi. Ich liebe Sushi. Wir sind nicht umsonst lange in Asien gewesen, also es ist wirklich eins meiner Lieblingsessen. Und wenn man sich das genau mal so anguckt, die Portion ist eigentlich relativ klein. Mein Blutzuckerspiegel dachte, nö, das gefällt mir nicht. Also, der Blutzuckerspiegel ist super schnell und super stark angestiegen, obwohl es eine kleine Menge war. Obwohl es mit einer Suppe kombiniert war und obwohl das Sushi mit Fisch war, weil Protein und Fett eigentlich die Aufnahme von Kohlenhydraten verzögern. Und ich muss sagen, auch dieser starke Anstieg des Blutzuckerspiegels, der fühlt sich nicht gut an. Also ich merke es, dass ich wirklich einen Druck im Kopf bekomme, was sich so wie leichte Kopfschmerzen anfühlt.
Beim Kevin ist der Blutzuckerspiegel ungefähr bis auf 180 gestiegen, ohne Fisch, ohne Suppe, und er hatte insgesamt noch mehr Sushi. Also der scheint auf ein paar Sachen nicht ganz so stark zu reagieren wie ich. War die erste Sache, ich reagiere auf Sushi relativ extrem. Zweite Sache, auf Überzucker folgt dann Unterzucker. Zunächst einmal, steiler Anstieg des Blutzuckerspiegels, wie er es auf dem vorigen Bild gesehen hat, provoziert einen steilen Abfall. Und der Bereich, wo die Kurve stark abfällt, wo ich aber noch weit über dem grauen Bereich bin, habe ich als physiologische Reaktion, und ich kann es jetzt damit auch einordnen, einfach das Gefühl, boah, ich muss was essen. Und ich habe bisher immer mich quasi ermahnt, wo ich sage, Quatsch, du brauchst jetzt nichts zu essen, du hast gerade einen Teller Sushi gegessen. Und du kannst keinen Hunger haben, es sind genug Kohlenhydrate, es ist genug Energie im System. Aber dieser steil abfallende Blutzuckerspiegel sorgt tatsächlich für Heißhunger oder Hunger, oder wir verwechseln es mit Hunger. Und ich weiß es von einigen Menschen, dass die das tatsächlich auch so empfinden nach einer kohlenhydratreichen Mahlzeit, dass sie das Gefühl haben, boah, ich habe eigentlich die ganze Zeit Hunger. Später, ihr seht, der Blutzuckerspiegel ist deutlich weiter noch abgefallen, bis 59. Ich stand dann im Supermarkt, ich merkte, boah, mir wird heiß. Mir wurde ein bisschen schwindelig. Ich habe dann mal auf meine App drauf geguckt und gesehen, ups, da bin ich bei einer 59. Und normalerweise ist das der Punkt, wo man die schlechtesten Entscheidungen trifft. Wo man alles, was man sich vorgenommen hat hinsichtlich, ich möchte die Kekse nicht essen, ich möchte die Schokolade nicht essen, ich möchte gute Entscheidungen treffen, ich möchte gut essen, die sind absolut, wir vergessen es einfach. Weil unser Reptiliengehirn übernimmt die Arbeit, das sagt, oh Gott, es geht ums Überleben. Und normalerweise kommen da die Essanfälle her, die wir nachher wirklich bereuen. Ich war in irgendeiner Form noch in der Lage, eine vernünftige Entscheidung zu treffen. Ich habe mir eine Packung Käsewürfel gekauft, die sind reich an Fett, die sind reich an Proteinen und sorgen dafür nur für einen leichten Anstieg des Blutzuckerspiegels, und habe dann, als ich zu Hause gewesen bin, einfach war ich wieder so stabilisiert, dass ich normal essen konnte. Was zusätzlich noch wichtig ist, dass auch der Punkt Unterzucker einfach was ist, wo wir reizbar sind, wo wir wenig empathisch sind, und das ist natürlich nicht so sehr günstig, wenn wir mit Menschen zusammenleben. Und zusätzlich die Symptome des Unterzuckers, wenn man dazu neigt, man die tatsächlich auch als Panikattacke fehlinterpretieren kann. Und das ist vielleicht gut für euch zu wissen, wer mit Angststörungen oder Panikattacken zu tun hat, dass, was nicht heißt, dass ihr permanent essen sollt, aber einfach die hohen Blutzuckerspiegelspitzen so ein bisschen vermeiden, um daraufhin auch diesen Unterzucker zu vermeiden. Und das hilft uns einfach, diese physiologischen Reaktionen nicht mit einer Panikattacke zu verwechseln. Also, zweite Lektion, auf den Überzucker folgt ein Unterzucker, wie im Lehrbuch. Dritte Lektion, Schokolade. Also, der Osterhase musste herhalten im Selbstversuch. Ich habe natürlich alles gegeben für euch. Und tatsächlich steht die Kurve nicht so ganz im Verhältnis zu diesen 28 Gramm von dem Schokoriegel, was ich euch vorher gezeigt hatte. Immerhin ist er bis auf 156 angestiegen. Und das hängt sicherlich auch davon ab, vielleicht wie die Tagesform ist, wie ich geschlafen habe, wie das Stresslevel ist, wie müde ich bin und vielleicht auch, was ich vorher gegessen habe. Der Trend bleibt aber gleich. Ich werde also in Zukunft mit Schokolade deutlich sparsamer umgehen müssen, weil es wirklich sehr, sehr schnell ins Blut schießt. Es kommen aber auch noch gute Nachrichten. Ich will euch jetzt nicht die ganze Zeit nur erzählen, was nicht so gut funktioniert. Nämlich schon das Nächste. Wir haben einmal die selbstgemachten Pralinen alleine ausprobiert. Die habt ihr, die gibt es im Fitfighters Kochbuch drin. Und zwar passiert da gar nichts. Also der Blutzuckerspiegel bewegt sich praktisch kaum. Deswegen habe ich das jetzt als Bild nicht einzeln hier reingebracht, sondern ich hatte es dann an einem Wochenende einfach mit einer halben Mango noch probiert. Und da passiert auch nicht sonderlich viel. Also wirklich eine halbe Mango, nicht eine ganze Mango, nicht zwei Mangos. Das waren, glaube ich, vier von diesen selbstgemachten Pralinen, die keinen Zucker enthalten haben, nur so ein paar kleine Dattelstückchen als etwas, was so ein bisschen süß macht. Und da seht ihr, der Anstieg auf 122, kein Überzucker, kein Unterzucker. Und danach geht es einem tatsächlich auch wirklich gut, wenn man anfängt, das so ganz bewusst zu vergleichen. Dann nächste Lektion, sei wählerisch und sparsam, wie du süßt. Ihr kennt zum großen Teil, habt ihr sicher unseren No-Sweet-November-kompatiblen Apfelkuchen mit Mandeln und Datteln auch schon mal gesehen. Ganz viele von euch haben den auch schon nachgebacken. Und der ist tatsächlich super lecker und der macht nicht viel mit dem Blutzuckerspiegel. Natürlich hängt es ab von der Menge. Also ich habe nicht den ganzen Kuchen gegessen, sondern wirklich ein gutes Stück davon. Es bleibt wie bei allen Sachen im Leben dabei, genießen, langsam essen, bewusst essen.
Und dann sind diese Datteln, die da drin sind, tatsächlich nicht das Problem. Und auch ein paar Rosinen sind noch drin, aber es ist kein Mehl drin, weil Mehl einfach sehr dicht in Kohlenhydraten ist, sondern Mandeln. Und die Äpfel sind auch nicht so problematisch. Und das ist eine sehr, sehr angenehme Art, tatsächlich auch etwas Süßes am Wochenende zu genießen, ohne nachher sich dann wirklich platt zu fühlen und Heißhunger zu bekommen. Und dann gibt es auch noch eine ganz andere interessante Lektion. Ich habe einen Tag ich weiß nicht genau mehr, ob das nach dem Sushi oder nach dem Thai Curry war, der Blutzuckertrend war schon so nach unten und ich habe dann noch hier eine Runde trainiert und bin dann so ein bisschen in den Unterzucker reingeschlittert und habe dann gedacht, boah, ich brauche jetzt unbedingt was zu essen. Und da irgendwie nicht so richtig da war, habe ich einen gesunden Proteinriegel gegessen. Und ihr seht unten auch wieder, die Kurve ist ganz kurz unterbrochen. Da bin ich auch wieder unter 100, unter 55 gewesen. Und der ist tatsächlich hochgeschossen auf 138. Ihr erinnert euch, bei einer Mahlzeit, vor einer Mahlzeit, nach einer Mahlzeit ist optimalerweise nur ein Unterschied von etwa 30 Blutzuckerpunkten. Und das hat mich tatsächlich erst mal 83 Punkte hochgeschossen. Und wenn man also in einen Abwärtstrend des Blutzuckers reintrainiert, das sind quasi zwei Lektionen in einer, wenn man in den Abwärtstrend hineintrainiert, kann es natürlich passieren, dass man unterzuckert. Bei den meisten Leuten, die eine gesunde Möglichkeit haben, dass die Leber gegenreagiert, ist das aber nicht so problematisch, weil man schon merkt, dass man irgendwie was tun muss. Und dass natürlich ein Proteinriegel, der sich Proteinriegel nennt, trotzdem relativ viel Kohlenhydrate enthält und damit den Blutzucker ganz ordentlich hochschieben kann. Und das war eigentlich ziemlich überraschend für mich. Noch ein gutes Ergebnis. Dieser Teller mit Lachs und Salat und Gemüse, da war Blaubeeren und Granatapfel noch dabei. Ihr seht eine halbe Avocado, ein Dressing über dem Salat mit Balsamico, nicht Balsamico-Creme, sondern der ganz normale Balsamico, wo kein Zucker zugesetzt ist. Olivenöl und Tahini. Was macht der mit meinem Blutzuckerspiegel? Nicht viel. Also ist nach dem Essen bei 99 gelandet, ganz wunderbar. Und das Gute ist tatsächlich, wenn man das so beobachtet und die Zahl mit den körperlichen Empfindungen zusammenbringt, mir geht es gut danach. Ich bin nicht schlapp, ich muss mich nicht hinlegen, wie es sonst manchmal nach dem Essen ist, wenn der Blutzuckerspiegel sehr hoch ansteigt und abfällt. Und von daher ist das eine sehr interessante Erkenntnis gewesen. Und dann haben wir natürlich auch unser Thai Curry noch selber gemacht. Und das war eine bisschen kleinere Portion. Da gab es noch einen Bratkäse dazu und braunen Reis. Keine Monsterportion braunen Reis, aber eine kleinere Portion. Ich musste das Bild hier nur drehen. Ich hoffe, ihr verrenkt euch nicht den Hals beim Anschauen. Und da ging der Blutzuckerspiegel bis auf 127 hoch, was im Vergleich zu der 200 von dem anderen Thai Curry vorhin natürlich ein himmelweiter Unterschied ist. Okay, soweit die Erkenntnisse. Also brauner Reis ist okay, mit Schokolade werde ich sparsam umgehen müssen. Sushi muss ich echt noch überlegen, wie ich das die nächsten Male mache. Und wirklich gut überlegen, womit man Sachen süßt, wenn man tatsächlich etwas Süßes genießen möchte. Und für euch habe ich jetzt noch 5 Tipps für einen optimalen Blutzuckerspiegel zusammengepackt und möchte einfach damit beginnen, welche Werte ihr tatsächlich messen lassen könnt beim Arzt, die euch helfen zu wissen, wo ihr im Moment gerade steht. Ihr könnt gerne auch von der Seite wieder einen Screenshot machen, sodass ihr das vielleicht in eurem Telefon dann habt und wirklich parat habt. Der erste Wert, und der ist wirklich auch der wichtigste, ist das nüchtern Insulin. Der ist leider super selten gemessen, aber sehr, sehr wichtig, weil der wirklich schon 10 bis 15 Jahre vor einem erhöhten Blutzuckerspiegel anzeigen kann, dass die Bauchspeicheldrüse schon Überstunden schieben muss. Sehr, sehr wichtig, der sollte optimalerweise unter 6 liegen. Dann der Langzeitzucker, der A1C, der sollte optimalerweise zwischen 4,8 und 5,4% liegen. Und das war einfach die Prozent des verzuckerten Hämoglobins. Der nüchtern Blutzucker, der ist interessant, aber sehr anfällig für Schwankungen. Also wir haben gesehen, dass selbst wenn man aufsteht und eine Treppe hochgeht oder kalt duscht, warm duscht, ein Telefonat entgegennimmt, dass da tatsächlich auch schon eine Schwankung in dem momentanen Blutzucker zustande kommt. Und das einfach auch heißt, wenn ihr morgens aufsteht, euch vielleicht beeilen müsst, zum Arzt fahrt, dort eine Treppe hochgeht, dann vielleicht ein bisschen aufgeregt seid, wenn der Arzt euch aufruft, weil ihr hofft, dass nichts Schlechtes rauskommt, dann kann es einfach schon sein, dass der Messwert relativ hoch ist. Und dann, das ist vielleicht ein bisschen überraschend in dem Zusammenhang, Vitamin D3. Weil Vitamin D3-Mangel erhöht das Risiko für Glukoseintoleranz, das heißt, dass der Blutzuckerspiegel sehr, sehr hoch schießt und auch lange oben bleibt und auch das Risiko für Diabetes.
Und was wird Vitamin D3? Das hat jetzt gerade im Zusammenhang mit Corona doch so in die eine oder andere Medienberichterstattung gefunden. Ist einfach was, was sehr, sehr viele Funktionen in unserem Körper hat und was auch unser Immunsystem ganz massiv beeinflusst. Und jeder, praktisch jeder in unseren Breitengraden hat eigentlich einen Mangel an Vitamin D3, wenn er nicht in irgendeiner Form ein Nahrungsergänzungsmittel dazu nimmt. Also lasst den Wert messen, weil der euer Risiko einfach für Glukoseintoleranz und Diabetes auch noch erhöht. Und das lässt sich relativ leicht ausgleichen. Jetzt, wo Frühling wird und dann die Sonne so ein bisschen rauskommt, macht es auch viel mehr Spaß, tatsächlich dann draußen zu sein und wirklich auch die Sonne zu genießen. Erster Tipp. Triff, wann immer es möglich ist für dich, die Entscheidung für echte Lebensmittel und für deine Gesundheit, anstatt dich wirklich für hochverarbeitete Produkte und verpackten Zucker zu entscheiden. Das sind natürlich Sachen, die muss man vorher planen, weil es einfach, wie ihr gesehen habt, bei Unterzucker mit den Entscheidungen oft gar nicht so einfach ist. Vor allem, wenn man dann irgendwo ist, wo man auf nichts Vernünftiges Zugriff hat. Da war der Supermarkt für mich mit dem Unterzucker eigentlich noch der beste Platz, weil im Prinzip alles verfügbar war. Ich musste es nur über die Kasse noch nach draußen schaffen. Zweiter Tipp. Die Grundlage deiner Ernährung sollten echte Lebensmittel sein, die einen geringen Einfluss auf den Blutzuckerspiegel und das Insulin haben, wie zum Beispiel viel Gemüse, hochwertige Fette, und damit meine ich nicht die hochverarbeiteten Fette, sondern solche Sachen wie Avocado, Lachs, Oliven und so weiter. Gutes, hochwertiges Protein, ob nur vegetarisch oder nicht, also bei Fleisch nicht aus Massentierhaltung. Und Stärke und sehr kohlenhydrathaltige Lebensmittel sollte man wirklich nur in kleineren Mengen essen. Und gerade wer seinen Blutzuckerspiegel normalisieren möchte und muss oder vielleicht auch abnehmen möchte, sollte das vielleicht auch eher zyklisch machen und auch ein bisschen in Abhängigkeit von der körperlichen Aktivität. Sachen wie Süßigkeiten, weißes Mehl und süße Getränke sollten wirklich ganz selten auf dem Speiseplan stehen. Die sollten einfach nicht ein normaler Bestandteil der Ernährung sein. Dritter Tipp. Reduziere den Zucker in Getränken und auch zuckerhaltige Getränke als solches, weil der Zucker einfach tatsächlich super schnell ins Blut schießt. Es sättigt nicht. Und ganz oft ist einfach der Zucker in so einem Kaffee oder in einem Getränk immer wieder, der unterbricht immer wieder die Pausen zwischen Mahlzeiten, wo der Blutzucker nach der Mahlzeit angestiegen ist und dann die Chance hätte runterzugehen und dann kommt ein zuckriges Getränk obendrauf. Das heißt, der Blutzuckerspiegel steigt wieder hoch. Und wenn der Blutzuckerspiegel hoch ist, ist der Insulinspiegel hoch. Wenn der Insulinspiegel hoch ist, erhöhtes Entzündungsrisiko, keine Fettverbrennung und vermehrte Fetteinlagerung. Das ist alles nicht so das, was wir so richtig wollen. Vierter Tipp als solches, Obst in Maßen. Entscheide dich für Obstsorten, die weniger Zucker enthalten, zum Beispiel die meisten Beerensorten wie Blaubeeren, Himbeeren, Brombeeren, aber auch Granatapfel, Zwetschgen, Wassermelone, Stachelbeeren oder Grapefruit. Und am besten nicht mehr als 1 bis 2 Tassen am Tag. Und wenn du tatsächlich schon eine Diabetes hast oder auch der Arzt gesagt hat, dann noch ist es nicht Diabetes, dann versuch das zu reduzieren, wirklich nur auf 1 Tasse, weil auch das Obst beeinflusst den Blutzuckerspiegel. Ich muss nur irgendwie so ein bisschen eine Auswahl treffen von den Bildern, die wir alle haben, sonst würden wir in 1-2 Stunden auch noch dastehen. Also mit dem Obst sparsam umgehen. Dann sei wählerisch und sehr sparsam mit dem, wie du süßt. All die Sachen wie Zucker, Honig, Agavendicksaft, brauner Zucker, Kokoszucker, die klingen teilweise sehr gesund und wir glauben auch, dass sie sehr gesund sind. Sie haben aber eigentlich einen sehr, sehr geringen Unterschied darin, welche Kohlenhydratmenge sie enthalten und wie hoch unser Blutzuckerspiegel dadurch ansteigt. Das ist einfach sehr hoch konzentrierte Süße. Die Süße in Früchten ist immerhin noch an Ballaststoffe gebunden. Wir hatten ja mit diesem Apfelkuchen oder auch den Pralinen die Erfahrung gemacht, dass so ein paar Dattelstückchen tatsächlich keinen großen Einfluss auf den Blutzuckerspiegel haben. Aber ihr solltet auch nicht auf chemische Süßstoffe ausweichen, weil die haben zwar keinen Einfluss auf den Blutzuckerspiegel und sind trotzdem tatsächlich toxisch. Das sind einfach Chemikalien, die unser Körper nicht kennt und es ist auch wirklich nachgewiesen, dass die nicht gut sind, vor allem für unser Gehirn. Und auch Vorsicht mit Zuckeralkoholen, die sind jetzt sehr, sehr beliebt, werden viel verkauft, weil die Menschen natürlich immer nach einer Lösung oder nach einer Alternative suchen, weil sie vielleicht erkannt haben, dass es nicht so gut ist, so viel Zucker zu essen. Aber diese Zuckeralkohole wie Erythritol, Xylitol und Maltitol, also die die Ol-Endung haben, die sind halt nicht gut für die Darmflora. Und nicht umsonst steht da oft drauf, dass es in größeren Mengen abführend wirken kann. Und das ist einfach nur ein Symptom dafür, dass das mit unserer Darmflora was macht, was nicht gut ist. Und dafür gibt es über das Thema gibt es einen ganzen Vortrag hier noch auf YouTube, den werden wir auch darunter nochmal verlinken, für wie viele
oder für welchen großen Bereich der Gesundheit unsere Darmflora tatsächlich entscheidend ist. Das Fazit von meiner Seite ist, dass die Ergebnisse sicherlich nicht für jeden, der messen würde, gleich sind, weil wir einfach eine unterschiedliche Toleranz für Kohlenhydrate haben. Aber je mehr Übergewicht wir haben und je höher unser Insulin- und Blutzuckerspiegel ist, desto geringer ist tatsächlich unsere Kohlenhydrattoleranz. Und unsere Ernährung im Alltag ist einfach oft sehr kohlenhydratlastig. Brot ist aus den meisten Haushalten nicht wegzudenken. Aber wir könnten tatsächlich schon beginnen, beim Einkauf so ein paar kleine Veränderungen vorzunehmen. Das heißt ja nicht, dass man nie wieder Brot essen darf und das heißt auch nicht, dass man das von heute auf morgen alles umstellen sollte. Vielleicht dient euch der Vortrag als eine Anregung, auch so ein Experiment zu machen oder zumindest die Laborwerte messen zu lassen, weil es tatsächlich viel einfacher ist, etwas zu richten, wenn noch nichts kaputt gegangen ist. Und vielleicht auch eure eigenen Portionen auf dem Teller mal unter die Lupe zu nehmen und zu sagen, okay, ich mag vielleicht gern Reis oder Nudeln haben, aber ich reduziere einfach die Portionen und nehme einfach deutlich mehr Gemüse und ein bisschen mehr gutes Protein dazu und vergesse die körperliche Aktivität nicht. Weil der Zucker, der direkt gleich verbraucht wird, bevor der in die Zellen gelangt, das ist einfach was, was den Körper auch weniger belastet. Und ganz abgesehen davon, die Effekte der Bewegung der körperlichen sind natürlich überhaupt nicht daran zu messen, was wir an Kalorien verbrauchen, sondern es werden einfach Endorphine gebildet, die sorgen dafür, dass es uns gut geht und wir sind tatsächlich für Bewegung gemacht. Also ich hoffe euch, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen aus dem Vortrag. Ich hoffe, ihr seid inspiriert und schaut vielleicht bei eurem Arzt mal vorbei und lasst die Blutzuckerwerte messen. Und zum Abschluss von mir noch einen Spruch von Jim Rohn. Achte auf deinen Körper, es ist der einzige Ort, den du hast, um dort zu leben. Dankeschön.